Hallo und einen wunderschönen Novembermorgen wünsche ich dir. Lass uns heute gleich reinstarten in das Thema Freude. Ich habe es im ersten Video ja schon erwähnt. Also ich werde hier nicht auf die Dinge eingehen in den weiteren Videosequenzen, warum wir wenig Selbstbewusstsein haben, warum wir wenig Selbstliebe haben, warum es denn uns an Freude überhaupt fehlt und, sondern ich habe dir ja versprochen, dass ich dir immer direkt praktische Tipps anhand gebe, die dich gleich auch in die Freude bringen. Deshalb wird die Theorie hier jetzt im November kein Thema sein. Und deshalb lade ich dich jetzt auch gleich ein, eine praktische Übung mit mir zu machen, damit du mal so ein bisschen in dein Selbstbewusstsein kommst, in die Selbstliebe zu dir, so ein bisschen ansatzweise. Und dazu breiten wir jetzt einfach mal die Arme aus und schenken uns selbst eine ganz, ganz innige Umarmung. Ich habe jetzt die Augen geschlossen und dazu lade ich dich jetzt auch ein, die Augen zu schließen, dir selbst eine ganz innige Umarmung zu schenken. Und wenn du vielleicht jetzt doch dazu geneigt bist, auf den Bildschirm zu blinzeln, was ich da mache, dann wirst du vielleicht sehen, dass ich auch so ein bisschen hin und her wippe und mich so ein bisschen nach rechts, nach links, nach vorne, auch so ein bisschen im Kreis, einfach so ganz auf meinen Körper lausche, wie er diese Bewegungen haben möchte, ganz harmonisch einfach mal so ein bisschen hin und her wippen. Und dazu würde ich dich auch einladen, mit geschlossenen Augen diese Umarmung fühlen. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie da so eine gewisse Wärme auch zusätzlich zu dir fließt, wenn du so in der Umarmung mit dir selbst bist. Und dann gerne einfach auch mal so auf deinen Körper lauschen und mal auf ihn achten, wie er sich denn bewegen möchte, ob er nach vorne wippen möchte, nach links, nach rechts oder vielleicht auch kurvenmäßig. Vielleicht möchte er auch so eine liegende Acht malen von deiner Vorstellung her. Also gib dich mal ganz deinem Körper so hin, in die Bewegungen hinein, die er jetzt gerne machen möchte. Und genieße, genieße einfach. Ich höre jetzt auch mal auf, für einen Moment zu sprechen. Bleib in dieser Position, dich selbst ganz liebevoll zu umarmen. Ich habe genauso wie du auch weiterhin die Augen geschlossen und genieße hier einfach. Und nimm einfach wahr, wie mein Körper sich da ganz, ganz sanft wiegen und bewegen möchte. Vielleicht magst du jetzt auch noch mit deiner Aufmerksamkeit zusätzlich mal zu deinem Gesicht gehen. Und dein Gesicht entspannen, deine Gesichtszüge entspannen, und zwar dahingehend, wenn es nicht schon geschehen ist, so ein kleines Lächeln mal auf deinem Gesicht entstehen zu lassen und dann im Weiteren vielleicht auch heute mit der mentalen Ausrichtung überhaupt mal ein wenig mehr zu lächeln. Denn es gibt Hinweise, dass wir Menschen im Gegensatz zu Kindern, die noch ganz, ganz viel lachen und auch wir als Kinder ganz viel gelacht haben, was uns ja auch Energie geschenkt hat, dass wir im Vergleich dazu nur noch ganz, ganz wenig lachen. Und vielleicht magst du das heute noch so mit in den Tag nehmen, heute einmal wieder mehr zu lächeln und auch ganz für dich alleine immer mal wieder so ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern oder über dein Gesicht huschen zu lassen. Genau. Ja, das war die Anregung für mich, für dich heute, mal auf diese Art und Weise in den Tag zu starten und immer, wenn dir danach ist, dich künftig mal selbst zu umarmen und so ein bisschen wohlig zu fühlen, ganz bei dir selbst dich mal so wahrzunehmen. Jetzt schicke ich dir abschließend noch eine ganz liebe Umarmung. Hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen. Tschüss.